Leute, es ist passiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft die Gaswarnstufe 2 aus. 2. Er erklärt sogar auf einer Pressekonferenz anhand einer Grafik der Bundesnetzagentur, dass es so gut wie sicher ist, dass wir in eine Gasmangellage kommen. Sogar bleiben die verschiedenen anderen Szenarien und Sie sehen, hier ist die Nulllinie, hier sind die Speicher leer, dass die meisten Szenarien uns sehr weit in die Zone von leeren Speichern führen. Sogar eine ziemlich heftige. Und das könnte bereits am 27. Januar beginnen und über mehrere Monate hinweggehen. Wir sind am Arsch und was höre ich aus der Bevölkerung? Nichts. Wo geht denn dein nächster Urlaub hin? Nur in einigen wenigen Prepperforen, da wird momentan heftig diskutiert, was die beste Ersatzheizung ist, falls uns das Gas abgedreht wird. Aber darüber sollte jetzt im Moment jeder nachdenken, denn dann, Freunde, ist es einfach zu spät. Also wir werden uns diese Grafik vom Habeck von der Bundesnetzagentur genau anschauen. Ich habe die auch durchkalkuliert und habe festgestellt, dass manche der Annahmen leider sogar optimistisch sind, andere sehr realistisch. Ich werde euch also zeigen, ab wann dieser Gasmangel uns treffen kann, wie hart er uns treffen kann, also wie viel Gas tatsächlich weg ist und wie lange das dauern wird. Und jetzt kommt das Geilste. Die einzige Chance, die Deutschland hat, ist zum Arschloch zu werden. Germany first müsste das Motto lauten, scheiß auf Österreich, Tschechei, Schweiz und wie sie alle heißen. Nur dann kämen wir hier unbeschadet durch. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Hallo Leute, hier ist der Stefan von Autokimga. Schauen wir uns doch zuerst mal, was realistisch momentan passiert, damit wir dann auch schauen können, ob diese Zahlen der Bundesnetzagentur, die gerechnet haben, realistisch sind. Also auf Nord Stream 1 kommt derzeit statt 1700 Gigawattstunden am Tag nur noch ungefähr 700 an. Das heißt, uns fehlen 1100 Gigawattstunden pro Tag. Und das ist verdammt viel. Offizieller Grund ist die Wartung der Nord Stream Turbine von Siemens Energy in Kanada und die rücken die schlichtweg nicht mehr raus. Die Berliner Zeitung schreibt dazu, die Bundesregierung versucht nach eigenen Angaben die Lösung zu finden, doch so einfach scheint das nicht zu sein. Denn schließlich will Kanada die Sanktionen gegen Russlands Öl- und Gasindustrie beibehalten. Aber was ist denn jetzt das Problem? Warum kämen nur noch 40%? Es ist relativ einfach erklärt, da haben 5 große Pumpen mit drin. Eine dieser Pumpen ist gerade in Kanada zur Wartung. Das ist, muss man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Flugzeugturbine, die müssen auch nach einer gewissen Stundenanzahl einfach mal wieder gewartet werden, weil das Ding muss ja funktionieren und sicher sein. Und die sind sehr hochkomplex und deswegen macht man das scheinbar nur in Kanada. Problem ist aber, eine zweite wäre jetzt soweit, um die nach Kanada zu schicken. Und das nächste Problem ist, dass eine dritte bereits auch ihre Stunden überschritten hat und deswegen nicht mehr ans Netz gehen darf. Und so bleiben von 5 Pumpen nur noch 2 übrig und das erklärt, warum wir nur noch 40% Leistung haben. Ja, okay, jetzt könnte man natürlich einwerfen, ja, wir haben ja Nord Stream 2. Das wäre ja voll einsatzfähig, das wäre ja alles überhaupt kein Problem. Aber Leute, ihr müsst bedenken, das Gas, das da rauskommt, ist zwar das gleiche, aber Nord Stream 1 geht ja links und Nord Stream 2 geht ja rechts. Und damit ist es schlichtweg böse. Nord Stream 2 ist ganz, ganz böse. Auch wenn da das gleiche Gas rauskommt. Nein, lieber verrecken wir. Oder unsere Wirtschaft. Robert Habeck würde jetzt sagen, Kanada bietet uns dafür aber eine Lösung an. Die wollen nämlich ihre Energieinfrastruktur ausbauen und uns dann mit LNG-Gas beliefern. Das wird natürlich dann teuer einkaufen, logischerweise. Kanada erwäge einen Ausbau der Energieinfrastruktur, sagte Trudeau am Dienstagnachmittag in Elmau. Um Europa mittelfristig beim Verzicht auf russischen Gas mit eigener Flüssigkeit, bekannt als LNG, zu helfen. Der Vorstandschef der größten Gasförderfirma in der kanadischen Gasprovinz Quebec hatte bereits im April in Aussicht gestellt, wenigstens 20% des russischen Gases in Europa ersetzen zu können. Hey Leute, die Grünen jubeln jetzt, Problem gelöst. Die Leute, die nachdenken, sagen, naja, schön. Der Bau eines neuen LNG-Terminals könnte ein Jahrzehnt
dauern, bis er den Regulierungsprozess durchlaufen habe und würde wahrscheinlich mit heftigem Widerstand der Umweltschützer stoßen. Aber wenn die spanische Firma Repsol SA sich bereit erklärt, ein eigenes Importterminal an der kanadischen Küste in ein Exportterminal umzuwandeln, könnte das bereits in 3 bis 4 Jahren erstes kanadisches LNG nach Europa geliefert werden. Also in 3 bis 4 Jahren. Bringt uns jetzt nichts. Jetzt kann man natürlich einwerfen, wir haben ja noch 2 weitere Pipelines von Russland daher. Die eine Pipeline bringt aber schon seit sehr langer Zeit nichts mehr, weil wir dort unser Gas exportieren. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir exportieren relativ viel unseres Gases, das wir kriegen, ins Ausland. Sehr viel sogar nach Polen. Und deswegen ist diese Leitung natürlich belegt, weil du kannst das Gas ja nur in eine Richtung schicken. Dann haben wir noch die über White House kommt, und da kommen plötzlich statt 700 nur noch 200. Also es fehlen wieder 500 Gigawattstunden am Tag. Warum? Weiß kein Mensch. Meine persönliche Meinung ist, dass sich da jemand gedacht hat, naja Freunde, das was ihr könnt, das können wir auch, aber wir können es besser. Denn das wird uns richtig treffen. Das heißt, liebe Leute, uns fehlen 1600 Gigawattstunden oder 1,6 Terawattstunden pro Tag. Das heißt, allein bis November, bis wir dann eigentlich wieder Gas aus den Speichern brauchen, würden uns damit 192 Terawattstunden fehlen. Und das, Freunde, ist eine ganze Menge, wenn man vergleicht, dass wir derzeit rund 147 Terawattstunden eingespeit haben. 192 gefällt, 192 fehlt, 147 haben wir eingespeichert. Nur mal, um das Verhältnis euch zu verdeutlichen. So Leute, oder wir haben einen Jahresverbrauch von 995 Terawattstunden. Das heißt, das sind knapp 20%, die uns hier fehlen. Und zusätzlich kommt bald beginnen die Wartungsarbeiten am 11. Juli von Nord Stream 1. Und ob danach dann wieder Gas durch diese Pipeline fließt, das wird sich zeigen. Man sieht das Ganze auch schön hier auf Axi. Das heißt, vorher hatten wir ungefähr plus 0,6% Speicherzuwachs jeden Tag, jetzt sind es nur 0,2 bis 0,3. Ihr seht es an dieser Grafik, vorher hatten wir fast 5000 Gigawattstunden, jetzt haben wir nur 3500 Gigawattstunden. Und das, obwohl Norwegen, Niederlande, Belgien bereits ihre Lieferungen erhöht haben, soweit es nur irgendwie geht. Selbst zur Stromerzeugung brauchen wir momentan plötzlich wieder Gas, obwohl ja Habeck das gar nicht mehr wollte. Das Problem ist aber, dass momentan seit dem ganzen Juni kaum Wind ging. Wir haben teilweise nur 1 Gigawatt an Wind, anstatt sonst 20 bis 40 Gigawatt. Das ist halt das Problem mit Zappelstrom. Der kommt, wenn er Lust drauf hat und nicht, wenn wir den gerade brauchen. Das heißt, wir mussten Gas mit teilweise 10,5 Gigawatt mittlerweile einschalten, und das Gaskraftwerke verbrauchen halt nun mal Gas. Das ist das Problem. So Leute, schauen wir uns doch dieses Gasmengengerüst der Bundesnetzagentur mal genauer an. Hier wird zuerst kurz beschrieben, was sie da alles eingerechnet haben, ist also nicht unrealistisch. Allerdings steht auch da, aktuell täglich neue Flusssituationen und unsichere Nachfragemengen erschweren die Prognostizierbarkeit. Ist also keine Wissenschaft, keine hundertprozentige Wissenschaft. Zu den Maßnahmen, sie haben also hier sogar mit eingenommen, dass Nord Stream 1 vom 11.07. bis 25.07. aus der Wartung heraus ist. Bei den Exporten, ja, wir exportieren ganz massiv ins Ausland. Das Gas fließt bei uns rein, fließt wieder raus nach Tschechien, Österreich, Schweiz etc. Und wir hatten eben zum Beispiel Mittel vom Mai 86 Gigawatt, und dann hat man hier 5 Tage lang nur 52 Gigawatt. Rat mal, mit was die gerechnet haben? Natürlich mit den 52 Gigawatt. Ist jetzt tatsächlich so, ich habe es mal nachgerechnet, dass es ungefähr mit den Zahlen vom letzten Jahr deckt, aber letztes Jahr waren ja bei Olli die Gasspeicher wenig gefüllt, und momentan will ja jeder möglichst viel Gas haben. Also ob das realistisch ist, das ist die große Frage. Und dann natürlich die Auslastung der LNG-Terminals. Zum 01.01.2023 sind die in Betrieb und laufen sofort zu nahezu 100%, was ich für starkes Gerücht halte. Ich habe mir das also mal ausgerechnet, die bringen 16 Gigawatt beide miteinander. Also müssten beide fertig sein. Das wären im Jahr tatsächlich 124 Terawattstunden, also eine ganze Menge, was die bringen könnten. Das waren aber auch 204 Tanker, die dort anlanden müssten. Oder halt umgerechnet 43 Schiffe nur da. Und die müssten ab 1. Januar parat stehen. Und zwar zack, zack, zack,
zack, also wirklich hier entladen, nächster hier entladen, ohne einen Tag Pause, ohne sonst was, ist also sehr unrealistisch. Das geben die dann auch selber zu in ihre FAQs. Dort wird ab dem 01.01.2023 eine Einspeisung von maximal 16 Gigawattstunden pro Stunde mit einer Auslastung des Terminals von 90% angenommen. Eine Auslastung von 90% ist sehr ambitioniert. Schön, so kann man es natürlich auch sagen. Gut, es wurden mehrere Szenarien durchgerechnet. Szenario 1 ist, der Gasfluss bleibt so wie er jetzt ist, bei 40%. Und Szenario rechts, was ihr seht, ist, Russland liefert gar nichts mehr. Und hier gibt es das Szenario 1,1, das ist das, was Habeck auch schon gesagt hat. Das wäre dieses Blaue hier, das wäre also wunderbar. Und dazu müsste Deutschland zum Arschloch werden. Das heißt, es ist ja so, Deutschland exportiert sehr viel Gas in die Tschechei, nach Polen, Österreich, Schweiz und weiterhin. Und das behalten wir uns. Wir exportieren nichts mehr. Und selbst dann wird man die geforderten gesetzlichen Punkte eigentlich nicht schaffen. Aber hey, wir wären safe. Sie ist allerdings nur möglich zu erreichen unter der Annahme, dass wir nicht für das europäische Nachbarland ausspeichern. Das ist erstens ungesetzlich und zweitens wäre es auch absurd, weil wir ja darauf angewiesen sind, dass die europäischen Länder uns beliefern. Vorausgesetzt, Russland liefert so weiter wie bisher. Keine der Pumpen wird mehr kaputt, keine muss mehr in die Wartung, nichts mehr. Das wäre Szenario 1. Ist natürlich, wie habe ich gesagt, selber unrealistisch. Deswegen Szenario 1,2 ist hier sehr viel realistischer. Das ist das Grüne. Und ihr seht es, hier sind wir irgendwo hier um den 16.2., den 20.2. sind wir bereits im Minus. Und das wäre dann relativ viel Minus, wenn man sich das anschaut, für pro Stunde minus 55 Gigawattstunden. Ja, das musst du zuerst einmal irgendwo einsparen. Sie haben dann ein weiteres Szenario gemacht, und zwar, wir schaffen wirklich 20% einzusparen, halte ich für vollkommen unrealistisch, aber macht, und die LNG-Terminals gehen am 01.01. ans Netz und liefern sofort volle Power. Die Schiffe haben da, es ist zwar noch keins bestellt, aber es ist alles da. Und ihr seht es, das ist dann Szenario, ups, muss ich aber schauen, 1,2,1, das Orange, und das haben sie halt deswegen nur mal, weil das würde gerade so aussagen, dass es funktionieren würde. Ich habe also dieses auch mal selber durchgerechnet, dass ihr mal seht, das ist also nicht unrealistisch, also wenn wir jetzt die 40% nehmen, dann komme auch ich ungefähr irgendwo Anfang Februar, dass wir hier ins Minus kommen. Was man bei mir schon sieht, es fehlen bis zu 122 Terawattstunden von den 995, die wir insgesamt im Jahr verbrauchen. Das ist eine ganze Menge. Das, wo wir das einsparen wollen, ich weiß es nicht. Gehen wir zu dem nächsten Szenario. Russland liefert kein Gas mehr. Wir haben das Gasembargo. Wir stinken für den Frieden. Wir frieren für den Frieden. Dann ist Szenario 2,1 ist wieder das, das uns retten würde. Germany first. 2,1 ist das Lilane. Ihr seht, es würde gerade so funktionieren. Das deckt sich tatsächlich auch mit meiner Berechnung, wenn ich hier einfach das rausnehme und hier sage, wir haben Russland draußen, dann seht ihr auch hier, wir kämen hier mal so bei ganz minus raus. Also würde passen, das würde funktionieren. Nachteil für die anderen, die haben dann die Pappnase auf. Realistischer ist dann eben das Szenario 2,2. Und ihr seht dieses Szenario 2,2, damit haben wir am 27.01. bereits im Minus. Und das bis, ja, ich würde jetzt mal sagen grob, bis irgendwann April. Und ihr seht, was wir hier quasi neu haben müssen. Um das mal in Zahlen zu verdeutlichen, wir bleiben bei diese 52. Also laut meiner Berechnung komme ich bereits im Dezember in das Minus. Und es geht dann auch tatsächlich hier bis Juni durch, weil ich eben keine LNG-Terminals, sonstiges, und ich habe die Zahlen aus Verbrauch 2021 genommen. Was hier noch das Interessante ist, dass ihr seht, hier würden bis zu 400 Terawattstunden fehlen. Wir reden von fast der Hälfte von dem, was wir im Jahr verbrauchen. Das heißt, es würde nicht mal reichen, die komplette Industrie abzuschalten und die komplette Stromversorgung, also die, was Gas bringt, also dass wir jeden dritten Tag quasi einen großen Brownout machen, was ich schon mal erklärt habe, sondern es müssten zusätzlich nur Privathaushalte ausgeschaltet werden. Leider kein unrealistisches Szenario. Genau darauf steuern wir zu, wenn wir Gasembargo bringen. Also nichts mit Frieren für den Frieden. Wir können uns das einmal anschauen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel 10% einsparen, das halte ich noch für realistisch, dann haben wir aber trotzdem Ende Dezember schon soweit. Es fehlt halt nicht ganz so viel, wir müssten nicht ganz so viel abschalten. Das ist der ganze Unterschied. Bei 15% haben wir immer nur mit 250 Terawattstunden im Minus. Bei 20% haben wir immer noch im Minus. Also ich komme hier auf leicht andere Zahlen als die Kollegen. Was die da gerechnet haben, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich schaut es halt so einfach besser aus. Also Leute, ihr seht, Russland hat uns volle Kanne bei dir. Ah, da hilft auch kein Frieren für den Frieden, dass man auf 17 Grad runter oder Stinken für den Frieden, dass man kürzer duscht. All das ist kompletter Blödsinn, das ist ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Es kann in manchen Szenarien so weit kommen, dass wir unsere komplette Wirtschaft stilllegen müssen. Stellt sich die Frage, was essen wir dann bei 6 Millionen Arbeitslose? Wer bezahlt das alles? Haben wir nicht. Oder Möglichkeit 2 ist, wir wären Germany first. Scheiß auf Österreich, Schweiz, Tschechei, wie sie alle heißen. Wir behalten uns unser Gas selber. Funktioniert das überhaupt? Das ist die Frage. Also für mich wäre das die größte Zerreißprobe für Europa, wenn ein Land kein Gas mehr hat und vielleicht die Wirtschaft abschalten muss, die Leute frieren. Und dann erfahren wir aber, dass das weiterliefert an andere Länder. Das könnte interessant werden. Tatsächlich überlege ich selber, wie man sich auf so ein Szenario vorbereitet, weil Blackout, der ist noch 5-10 Tagen vorbei, dann hast du die Auswirkungen über Wochen, vielleicht 2-3 Monate. Aber hier reden wir vom ganzen Winter dieses Jahr. Und dann, Freunde, im nächsten Juni haben wir vielleicht keine 60% mehr an Gasspeicher, da haben wir vielleicht 0%. Wie wird es dann den Winter drauf und den Winter da drauf? Tja, wer es jetzt nicht schafft, sich vorzubereiten, ist dann definitiv vorbereitet, es nicht zu schaffen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Servus!